Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, zur nächsten Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Ich habe mir gerade den Kalender angeschaut, wie das hier aussieht. Und wir haben ja erstmal das Spiel gegen den Hamburger SV. Danach Champions League gegen Napoli. Dann wäre Werder Bremen ganz normal dran. Der Pokal gegen Schalke. Und dann hätten wir hier Wolfsburg. Dann wären wir auch schon mit dem Oktober durch. Ja, ich denke aber mal, dass ich zumindest in dieser Folge heute Hamburg und Napoli zeigen will. Vielleicht schaffen wir es noch bis Schalke. Ich überlege mir das noch. Auf jeden Fall erstmal die beiden Spiele und dann gucken wir mal. Das erste Spiel soll hier einfach simuliert werden. So, dann mal ab in die Partie. Wir sind auswärts. B-Mannschaft läuft auf, weil Hamburg, das wissen wir ja. Ich hoffe, dass wir das hier gut alles gelöst bekommen. Einmal kurz geschaut. 20 Minütchen sind schon rum, 30 und es ist noch nichts passiert. Die ersten Tore fallen auch schon bei Hertha und Köln. 1-0 durch Kimmich, sehr gut. Lewandowski ist jetzt drin, 60 Minuten gespielt. Wir führen 1-0. Kommt schon, Jungs. Haltet das Ergebnis oder haut noch einen raus. Bernat sieht gelb und genau wie Giroud, Lewandowski mit dem 2-0. Wunderbar. Dann einmal ganz kurz geschaut. Also ich habe jetzt 3 oder 4 Mal mit dem Stick runterdrücken müssen, bevor das reagiert hat. Ich weiß nicht, warum es auf der Xbox so lahmarschig ist. Das ist echt wirklich frustrierend. Das ist wirklich sehr frustrierend, wenn es so lahmarschig ist. Keine Ahnung, warum. So, Training. Also, da braucht man wahrscheinlich die neue Konsole, damit das hier irgendwie flüssig läuft. Oder man muss es auf dem PC spielen. Ich weiß nicht, ob es auf der PS4 anders ist. Ich habe ja FIFA nicht für die PS4. Hier, das, ich drücke da mehrfach, bevor es reagiert. Das ist ja wahnsinnig, ey. Das ist genau wie in diesem Menü. Guckt euch das mal an. Hier, wir sind jetzt in der Tabelle. Ja, es hat schon gedauert. Und jetzt drücke ich RT. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich drücke wie ein Blöder. Da passiert nichts. Da passiert, jetzt passiert erst was. Das ist doch nicht normal, oder? Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Und jetzt, boah. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob es meine Xbox liegt, keine Ahnung. Schreib es mir bitte auf jeden Fall mal in die Kommentare. So, gut gemacht. Über 3 Saisons Vereinswert zu erhöhen. Wunderbar. Pressekonferenz. Es gehen einige Sachen, aber bei einigen Sachen weiß ich auch direkt, das dauert erstmal wieder. Also Hauptmenü und jetzt kann ich erstmal mich nicht bewegen. Und dann dauert das erstmal. Wahnsinn. Das ist wirklich sehr krass. Das macht keinen Spaß, wenn es mit jeder Saison schlimmer wird. So, Gareth Bale schlägt vor, dass wir uns da mal drum kümmern sollten, dass er aufläuft. Ja, ja, denke ich auch. So. Ich werde das so spielen. Martial. Ja, Kimmich, Sanchez, Müller. Puh, das ist echt eine Frage, ne? Thomas Müller vielleicht mal rein. Costa. Wie sieht's denn aus? Kimmich im Vergleich zu Sanchez. Also physisch ist Sanchez eindeutig besser. Flanken und so weiter, das kennt Kimmich eindeutig besser. Dribbling ist okay. Abschluss, ja. Abschluss 72, das sieht schon fast schon danach aus, als solle er mal eher als ZM, beziehungsweise, naja, ZOM oder so eingesetzt werden. Ich bringe ihn mal rein als defensiver Spieler. Dann Kimmich dann erstmal over Bank. Und ja, dann wollen wir mal so rein, denke ich mal. Dann gucken wir, wie es läuft gleich gegen Napoli. So, unser Gegner jetzt Napoli und ich habe kurz die Tabelle mir angeschaut. Wir haben 2 Punkte Vorsprung, sind auf Platz 1 in unserer Gruppe. Das ist schon sehr, sehr gut. Und ja, da wollen wir mal reinschauen, wie es läuft. Bis gleich im Spiel. So, damit geht's auch schon los. Wir sind heute zu Hause und Hamšík ist schon am Nachdenken, wie er uns unter Druck setzen kann. Aber ob ihm das gelingt, ich weiß ja nicht. Wir gehen auf Ballbesitz. Wir gehen, na, ruhig offensiv, komm. So,
schau erstmal, wie wir den Ball spielen können. Ich habe jetzt wirklich schon eine Zeit lang nicht mehr FIFA gespielt. Muss ich erstmal wieder reinkommen. Ah, zu weit der Ball und auch zu einfach abzufangen. Ja. Sehr schön. Immer drauf. Sehr gut. Das gefällt mir, was er da macht. Das gefällt mir richtig gut. Also, der macht Dampf. Der macht richtig Dampf. Sanchez. Immer schön ab nach vorn. Versucht immer den Ball zu kriegen. Ja. Oh, noch den Fuß davor gekriegt. Ja, sehr schön. War nicht ganz so, wie ich es machen wollte, aber ist gar nicht schlecht. Ist schon in Ordnung. Zack, da zieht er ab, kriegt den Fuß. Aber leider davor der Gegner. Und jetzt versuchen wir mal, den Torwart ein bisschen dicht zu stellen. Und ich schieße ihn einfach direkt auf den Elfmeterpunkt. Ich wollte gar nicht... Ich habe Hummels nicht anspielen können, weil ich den Ball nicht passen durfte. Ich habe mehrfach passen gedrückt. Das ist Mist. Okay. Ab nach vorn jetzt. Neymar. Oh. Eieieiei. Da wollte ich dann schön durchspielen für Lewandowski, aber wir haben halt den Ball gekriegt und dann fällt Lewandowski da über das stehende Bein. Ja, schade. War nicht optimal. Und das ist deiner. Hol den. Oh, zum Glück nicht ins Aus. So, Neymar bietet sich an. Martial auf die Baller. Nee, Neymar auf die Baller. Weiter wieder auf Martial. Und das war ein ganz schlechter Pass. Den haben wir zurückgeholt. Sehr schön. Lewandowski. Okay. Und es gibt die Ecke. Schade. Noch nicht so richtig durchgekommen. Ich weiß noch nicht genau, was wir da machen sollen. So wieder ein bisschen kürzer zu spielen. Drei Balken. Und das, ja, keine Ahnung. Einwurf für unseren Gegner. Gut, wir sind dabei. Aktuell machen wir auf jeden Fall gut den Druck. Lauf an ihm vorbei. Der windet sich da auf dem Boden. Braucht er gar nicht zu machen. Steht auch schon wieder. Super. Bleifrei. Benzin, was auch immer. Jawohl. Schlechter Pass, ganz schlecht überlegt, zu kurzschlussartig. Und, es gibt was? Ecke? Nee, Abstoß, weil keiner von dem Gegner mehr dran gekommen ist. Oh, ganz gefährliche Geschichte. So, über die Außen. Die versuchen erstmal hier den Weg durchzufinden. Die gehen auf jeden Fall energisch überall ran ans Gebälk. Genau, Sanchez. Jetzt mit der Flanke darüber, Lewandowski. Es gibt die Ecke. Schade, dass Lewandowski den da nicht richtig reingedrückt bekommt. So, vielleicht noch einmal. Bisschen mehr. What? Das gibt's ja nicht. Endlich klappt das auch mal mit den Longshots. Huhu. Schaut euch das Ding mal an. Fliegt wie ein Strahl ins lange Eck. Da steht er komplett frei und dann... Sieht er ihn zu spät oder was?
senkt sich noch richtig gut ab. Sehr schön, genauso will ich das sehen. Genauso müssen die Reihen flattern. Hat sich schön nochmal abgesenkt, hat einfach gepasst. Der Keeper reagierte auch viel zu spät. Nach 39 Minuten macht Neymar da so einen richtig lockeren Longshot. Sehr schön, orientiert sich da so ein bisschen außerhalb des Strafraums, wartet auf den Ball und er kommt dann auch noch zu ihm. Wahnsinn, sehr schön gespielt. Damit steht es 1-0 und wir sind Richtung 9 Punkte jetzt unterwegs. Und das war wieder viel zu leichtsinnig. Okay. Erstmal wieder zurück. Ich muss erstmal gucken. Jawohl, jawohl. Oh, die Baller. Schade. Nee, ist es die Baller? Ja, doch. Er bleibt da ganz kurz hängen. Sonst wäre er eigentlich richtig durch gewesen. In Ordnung. Also, ich habe eine taktische Einstellung noch gemacht. Und zwar energisches Tackling. Ach. Das scheint echt sehr gut zu funktionieren. Und erste Hälfte vorbei der Partie. Gerade noch einen umgenietet. Hamschick, glaube ich, ist es. Der steht jetzt wieder ganz locker auf. War also doch nicht so schlimm. Ich glaube, Napoli ist bei uns gar nicht durchgekommen. Wir haben eindeutig die Hoheit gehabt. 4 Schüsse, 3 davon aufs Tor. Ist nicht viel passiert, aber läuft doch ganz gut eigentlich. So. So. Ab nach vorn. Paulo Dybala. Hamschick. Ja, die müssen wir jetzt schnell mal trennen, bevor die jetzt hier sich komplett durchtanken. What? Das war echt. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Der hat sich einfach durchgecheatet. Der alte Sack, ey. Oh, why? Eieieiei. Ah! Wie kann der den kriegen? Wie kann er den denn antizipieren? Das kann doch nicht sein. Antizipieren, sagt er. Abiturient. Oh, Mann. Das ist echt eine schöne Aktion. Ne, diese ganzen doofen Sprüche, ne? Die kennt man natürlich alle. Wow, kriegt er den auch. Wahnsinnig gut gespielt. Jo, oh jo. Ich gehe da mit Neymar mal rauf. Neymar ist nicht der Defensivkönig. Ha, war nicht geplant so unbedingt direkt nach vorne. Ich wollte eigentlich ein bisschen klären oder so. Falls ich den doch nicht so richtig kriegen sollte. Jungen. Gut. Gareth Bale. Du bist doch schnell, Bale. Oh, er kann den Ball. Er kann eine Flanke nicht spielen. Wieso fällt er jetzt da hin? Oh. Super gehalten. Meine Güte. Also Chance für Napoli ist auf jeden Fall sehr groß. Robert Lewandowski wirkt extrem müde. Das heißt, wir holen Thomas Müller auf jeden Fall da rein. Und gucken mal. Was jetzt hier bei dieser Ecke rauskommt. Also, Gareth Bale. Einmal kurz durchgeatmet. Çalhanoğlu. Das ist doch mal schick. Tja. Da kannst du nichts machen. Ich versuche überall davor zu kommen. Keine Chance. Du kriegst einfach den Fuß nicht davor. Du kannst die nicht stoppen. Ja, extrem gut gespielt, ne? Hätte jetzt nicht sein müssen. 1-1. Haben uns
Bitte was? Was ist das denn für ein Pass gewesen? Ich glaube, wir werden hier gerade verarscht von der CPU. Okay. Was für ein Dreckspass auf Thomas Müller. Yo, 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 sehr gut. Aber Thomas Müller ist leider viel zu langsam. Bale, mach die Pille nicht rein. So, noch einmal. Gareth Bale. Oh, gut geklärt. Bellerin. Sehr schön. Nein, Jungs, ihr steht euch gegenseitig im Weg. Verzieht euch doch. Sehr gut. Nein. Müller, auf Müller. Doch nicht nach da oben. Müller stand doch da. Verdammt. 1:1. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Paulo Dybala ist auch Todesmut vorbei. Er ist einfach sehr müde. Ich wollte Todesmüde sagen, aber dann kam nur Todesmut nur raus. Okay. Ja, 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 ja. Den habe ich mir gedacht. Was? Den hat er doch... What? Sehr schön. Wir müssen jetzt einfach nur noch den Druck nach vorne erhöhen, habe ich das Gefühl. Offensiv. Vielleicht ist das Problem gewesen, dass wir... da so durchlässig waren. Müller, du musst den Ball schneller gespielt bekommen. Bring ihn richtig unter Kontrolle. Es hat einfach zu viel Delay, das Ganze. Ja. Jetzt wird dann Nacho geschickt. Und er kommt da an der Billo-Verteidigung leider nicht vorbei. Und vorbei die Partie. Schade. Ein Gewinner hat das Spiel leider nicht verdient. Mann, das ärgert mich, dass wir hier da einen reingekriegt haben. Aber wir haben auch, naja, die zweite Hälfte ein bisschen aus der Hand gegeben. Aber trotzdem, ihr seht's ja. Wir waren weiter dominant. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir da mehr Tore schießen, aber es ist bei diesem 1:1 jetzt geblieben. Müssen wir erstmal so damit leben. Das ist natürlich jetzt kein Abbruch. Wir haben immer noch die führende Position in unserer Gruppe. Also können wir da ruhig auch mal irgendwie 2 Punkte abgeben. Ist ja erst die Gruppenphase. So, was haben wir denn hier in den Nachrichten? Danke, Chef. Ja. Okay, Werder Bremen, nächster Gegner. Das ist ein Grund zur Simulation, würde ich sagen. Werder Bremen, Platz 15. Das werde ich erst in der nächsten Folge machen. Wir werden hier mal 2 kürzere Folgen oder so machen, damit ich ein bisschen kleinen Puffer aufbauen kann. Und ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.